Das ist alle berufstätig, aber man nimmt sich schon die Zeit für das, was man gern macht, nämlich die Musik. Immer wieder, ja. Also wir spielen jetzt, wie gesagt, verwalten nicht alles, was wir an Anfragen hätten, aber wenn wir selber wissen, es steckt was dahinter, es kommt viel Feedback von der Bühne zurück, dann macht man das halt natürlich immer wieder gern. Jetzt wäre es natürlich noch schön, wenn man ein Gedicht von Hans Klöpfer hören würde. Ich glaube, da haben wir noch was im Programm. Da kann man noch was machen, ja. Der Schücher. Den Schücher, wenn man es recht betracht, hat unser Herrgott extra gemacht, nur für den Steirer. Also Gnad, dass er zu jeder Stund was hat. Wird Muttermilch ein kleiner Burz mit Tag auf die Nacht und in der Früh. Wenn sie ihm im Winter Feindler friert, so trinkt er, dass ihm wärmer wird. Und erst im Sommer gegen die Hitz als Mittel gegen einen lästern Schwitz. Er brauchten, wenn's wohl lustig sind und gar nur erst gegen einen Grand, der gefreut ihm, ist ein Handel geraten und bei der Stellung zu Soldaten. Und gegen's Kranksein hilft er besser wie jeder Doktor und Professor. Und muss uns gar auf Eiwis Wald, so geht er zuerst den Köller halt und lässt sie nachher lieber gefallen des gottverfluchte Steier zahlen. Und was da anpackst umeinander, es geht da leichter von der Hand beim Kartenspülen, beim Kegelschein und bei den 100 Ausweisschreiben. Und gar erst bei den Weiberleuten bringt Schücher erst die rechte Freude, wenn man mit einer Ausrede still, die zuerst nicht tun möchte, wie man will. Und ist schon gefeit, muss gar zu allen der Hebamme noch einen Schücher zahlen. Darum deshalb, und deretwegen, ist halt der Schücher recht ein Segen.